Leute, jetzt gibt es, was würde passieren, wenn du plötzlich 100 Kilogramm verlieren würdest? Leute, das Video ist von Hier ist Arnold, absolut geiler YouTube-Channel. Schaut gerne mal vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und let's go! Hier ist Arnold, heute wird er das Tor und Loki erobern. Was ist denn das? Ein Vertrag? Wurdest du denn schon für eine Rolle gecastet? Nimm dir die Zeit, Arnold, und lies den Vertrag sorgfältig durch, bevor du unterschreibst. Ich denke, du könntest etwas Geld verdienen, wenn du den großen leeren Raum zwischen deinen Ohren vermietest. Was meinst du, Arnold? Was? Der Raum in deinem großen roten Kopf ist so leer, dass wir dort das alte Motorrad meiner Oma unterbringen könnten. Okay, Arnold, für diese Rolle musst du wohl dein Gewicht verdreifachen. Um einer Rolle so nah wie möglich zu kommen, müssen Schauspieler oft in kürzester Zeit zu- oder abnehmen. Christian Bale musste von 2008 bis 2013 9-mal abnehmen. Und er musste sogar 30 Kilogramm zunehmen. Das sind 66 Pfund. Viele haben auch gesagt, dass er dafür so Steroide teilweise benutzt hat, um halt aufzubauen. Um schnell Gewicht zuzunehmen, nimm einen größeren Teller. Auf diese Weise sehen große Portionen kleiner aus. Yeah. Nimm viele Snacks zu dir, Arnold, wie Trockenfrüchte, Nüsse und Erdnussbutter-Sandwiches. Und vergiss die Nachspeisen nicht. Arnold. Alter, ich muss ja zugeben, ein bisschen wäre es auch schon ein Traum. Aber du musst es danach natürlich auch wieder loswerden. Und ich glaube, für die Gesundheit ist es halt auch nicht so gut, in so kurzer Zeit so viel zuzunehmen. Aber einfach mal alles essen, was man will. Es sieht so aus, als wäre das Zunehmen dein geheimes Talent. Du bist wirklich gut darin. Bald Danke. Wirst du bereit sein, die Hauptrolle zu spielen. Du wirst ein Star sein. Das war nicht Batman, sondern Fatman. Deshalb brauchten sie also einen Schauspieler mit einem enormen Gewicht. Hey, Eisenstein. Sieht aus, als wäre deine ganze Mühe umsonst gewesen. Und deine Gage reicht nicht einmal, um dich nach Hause zu bringen. Du hast dich also entschieden, zu Fuß zu gehen, richtig, Arnold? Herr Arnold, bist du okay? Durch das zusätzliche Gewicht stehen deine Knochen unter enormer Belastung. Wir müssen deinen Body-Mass-Index berechnen. Mit 1,52 Meter und 93 Kilogramm ist dein BMI höher als 40. Und das ist Fettleibigkeit der Klasse 3, Kumpel. Du brauchst dringend Hilfe. Hier, ruf diese Nummer an. Meine Freunde werden dich an einen besonderen Ort bringen. Oh, Fettabsaugung. Ich glaube schon, oder? Doch, doch, ihm werden jetzt bestimmt das ganze Fett so abgesaugt. Da habe ich mal, ich weiß nicht, ob das Galileo war, aber das ist schon bestimmt locker 10, sonst was Jahre her. Da war auch schon ein Bericht. Fett sieht richtig ekelhaft aus, wenn die das da so raus, da hat das so richtig rausgesaugt. Hier wird in wenigen Minuten das gesamte überschüssige Fett aus dir herausgepumpt. Na gut, so geht das, glaube ich, nicht. Du siehst ja toll aus. Oh nein. Ja, die Haut ist danach so lapprig. Die Haut wird dich daran erinnern, in Zukunft keine dummen Entscheidungen mehr zu treffen. Und was dein abgepumptes Fett angeht, ja! Auf dem Schwarzmarkt sind einige Kosmetikfirmen bereit, bis zu $15.000 für ein Kilogramm von dem Zeug zu zahlen. Was? Junge, hier, nehmt es, es ist euers. Also Arnold, geh nach Hause. Ist das wirklich so? Ich kenne das nur, dass so Walfett mega viel Geld wert ist. Das ist Homer Simpson und er Ned Flanders umgebracht. Schalte den Fernseher ein und geh deinen üblichen Beschäftigungen nach. Du weißt schon, bleib einfach ein Schwachkopf. Ja, das schaffe ich. Ich spüre keinen Schmerz und das ist ein Fluch. Ja, rein da. Ja, moin, Popeye. Es scheint, als ob Arnold in Schwierigkeiten steckt. Guten Morgen, Arnold. Wie ich sehe, hatte dein Tag einen durchschlagenden Start. Warum würde... Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber du tust mir leid. Ah, er träumt. Ich kenne jemanden, der dir helfen kann. Dr. Joe hat eine Geheimformel, die jeden Schmerz lindern kann. Aber ihr Rothaarigen braucht mehr Betäubungsmittel als normale Menschen. Das liegt an einem Gen, das euch eure rote Haarfarbe verleiht. Unser Körper besteht aus einer riesigen Anzahl von Zellen. Damit sie miteinander kommunizieren können, gibt es spezielle Proteine in der Zellmembran. Das sind die Ionenkanäle. Ionenkanäle sind so etwas wie Tore für unsere Sinne. Dank ihnen können wir warm und kalt fühlen, riechen und schmecken und auch Schmerzen empfinden. Iss mal ein bisschen Schokolade, Arnold. Aber Schmerzempfinden ist übertrieben wichtig. Also die sagen das schon richtig. Also das ist ja so ein Schutzmechanismus. Wenn du zum Beispiel keinen Schmerz fühlst und du hältst deine Hand über einer Kerze, ja gut, normalerweise macht man ja sofort die Hand weg, weil, also,
kleiner Spoiler, wenn die Haut verbrennt, ist nicht so gut. Leute, es ist ja Wissenschaft. Oder wenn dir jemand in die Eier tritt, das ist ja nicht gesund. Sich erwiesen, dass Schokolade Kopfschmerzen verursacht. Vielleicht kommt dir dieser Mangel entgegen. Schokolade verursacht Kopfschmerzen? Wait, what? Denn dann musst du nie die körperlichen Schmerzen spüren, die ich dir zufügen würde. Aber freu dich nicht zu früh, Kumpel. Schmerz kann auch emotional sein. Wart's ab, zum Beispiel unerwiderte Liebe. Oh ja, da kann ich ein Liedchen von singen. Diese Art von Schmerz erleben die Menschen, die 2015 ihre Bitcoins verkauft haben. Arnie, mein Freund, Kopf hoch. Du empfindest keinen Schmerz und das kann helfen, deine Individualität zu unterstreichen. Du kannst dir zum Beispiel einen Diamanten in die Stirn stecken. Ey, das hat doch dieser eine Rapper gemacht, Lil Uzi oder so. So ein, keine Ahnung, 40 Millionen, ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, der war so 10 Millionen Dollar oder so wert, hat er sich hier so reinpflanzen lassen. Genau wie der berühmte Rapper Lil Uzi Vert. Okay, okay. Es gibt einige Menschen auf der Welt, die überhaupt keinen Schmerz empfinden. Das ist eine Folge eines Defekts im SCN9A-Gen. Solche Menschen können kalt und... Das ist einfach Gollum. ...heiß unterscheiden. Sie spüren Berührungen, aber die Schmerzsignale kommen nicht an. Arnold, willst du Tagais Freund wirklich wegen des Kusses verprügeln? Ja, und wenn du K.O. gehst, dann ist es ja so ein Schutzmechanismus vom Körper. Das macht er ja nicht mit Absicht. Obwohl, macht er das mit Absicht? Doch, er macht es mit Absicht. Weil er will das Gehirn irgendwie vor weiteren Schäden schützen. Ist nicht, Arnold, kein Schmerz zu empfinden, bedeutet nicht, dass du unsterblich bist. Du musst sofort ins Krankenhaus. Verstehe. Du bist immer noch derselbe faule Kerl. Solange du keine Schmerzen spürst, reicht auch ein gewöhnliches Klebeband. Ups, es sieht so aus, als ob die Wirkung von Dr. Joes Medikament vorbei ist. Hat er sich gerade in die Hosen gekackt? Ich glaube schon. Willkommen zurück im normalen Leben, Arnie. Warum hat er da einen Arm verloren? Was ist denn da los? Was wäre, wenn die Zeit stehen bleibt? Hier ist Arnold. Er steht seit 3 Stunden im Stau, weil die Straße repariert wird. Der arme Kerl hat bereits das Handschuhfach durchwühlt, die Pommes vom letzten Jahr gefunden und hört zum 100. Mal eine Ricky Martin CD, die in der Stereoanlage fällt. Ja, du solltest dir den Kottbruder-Podcast anhören. Da hast du schön was hier von mir und German Let's Play. Könnt ihr euch auch gerne anhören. Gibt's kostenlos auf Spotify und so weiter. Gönnt euch. Es steckt. Ich stimme zu. Das ist entsetzlich. Nein, nicht Arnold. Du sparst doch dadurch keine Zeit. Es ist wirklich gefährlich. Du kannst mir danken, Arnie. Ich bin derjenige, der dir den Hintern gerettet hat, indem er die Zeit angehalten hat. Genau wie in den Cartoons. Was würdest du in so einer Situation als erstes tun? Vielleicht in den Archiven des Pentagons nachsehen, ob Armstrong wirklich auf dem Mond war? Oder würdest du dich vielleicht trauen, Susie zu küssen? Das Wichtigste... Oh, was würde ich machen? Ich weiß das gar nicht. Weil das Problem... Doch, vielleicht ein bisschen Achterbahn fahren. Ja, aber die Achterbahn steht ja auch still. Ist ja auch blöd. Es ist nicht, in Japan zu landen. Die lieben es, die Zeit anzuhalten. Sie lieben es einfach so sehr. Wenn die Zeit stehen bleibt, bleibt physikalisch gesehen alles stehen. Man muss kein Mathematiker sein, um zu verstehen, dass die Zeit eine der Komponenten von Geschwindigkeit und Entfernung ist. Wenn einer der Werte gleich Null ist, sind auch alle anderen gleich Null. Und jetzt auf ins Abenteuer. Hoppla, Lichtteilchen und Photonen sind ebenfalls stehen geblieben. Dementsprechend ist auch die Fähigkeit verschwunden, irgendetwas mit dem Augenlicht zu erkennen. Und du wirst kein Wasser mehr trinken können. Alles ist wie eingefroren. Hier noch eine interessante... Ja, aber dann ja auch sein Stoffwechsel. ...Tatsache. Ein Lichtstrahl, der vor 65 Millionen Jahren die Erde verließ, ist jetzt 65 Millionen Jahre entfernt. Und jemand, der ein großes Teleskop genau auf die Erde richtet, kann jetzt die Dinosaurier sehen. Aber ich schlage vor, wir kehren in die Realität zurück. Das ist jetzt nicht stimmt. Hast du nicht mehr das Gefühl, dass du Zeit verschwendest, denn jede Sekunde unseres Lebens ist so schön. Oh shit. Nun, anscheinend nicht heute. Hat eine Taube draufge... Na toll. Mich hat auch mal eine Taube angekackt. Da war ich mitten in der Stadt. Das war echt unangenehm. So Leute, euch kackt hoffentlich keine Taube an, denn das war's mit einer kleinen Runde von Hier ist Arnold. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst super gerne einen kleinen Like da. Und jetzt Outro ab.